Mein Name ist Raphael Hillebrand und ich bin Choreograf. Das bedeutet, ich arbeite mit meinem Körper und Bewegungen in unterschiedlichsten Formen. Das Tolle am Tanzen ist, dass es eine internationale Sprache ist, die jeder versteht. Und man kann sofort mit jedem in Kommunikation treten. Ich wurde nominiert mit dem Stück Drei Brüder. Dietrich war der jüngste von drei Brüdern. Und seine beiden großen Brüder, das waren seine Vorbilder. Die Geschichte dreht sich um meinen Großvater und seine beiden Brüder. Ein Wehrmachtskriegsheld, einer war SS-Offizier. Und ob die drei Nazis waren, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war auch Dietrich für Nazi-Deutschland im Krieg und danach in Kriegsgefangenschaft. Und dann kam der in ein Deutschland zurück, was völlig anders war als das, was er kannte. Und nach Jahren des Wiederaufbaus wurde sein erster Enkel geboren. Ich. Das heißt, er hat von dort eine Entscheidung getroffen, eine Entwicklung durchgemacht, um dann mir als seinem ersten Enkel entgegenzutreten und einfach grundsätzlich keinen Funken Rassismus mehr in sich zu tragen. Keine Gefühle mehr. Für mich Kunst zu machen. Nur noch. Ist die einzige Art und Weise, wie ich mich mit dieser Welt arrangieren kann. Härte. Es ist wie atmen, weil wenn wir nicht die Sachen verbessern, dann werden die schlimmer. Und es ist ein ganz inneres, tiefes Bedürfnis, zu sehen, dass das, was gut ist und besser wird, das auch immer da ist und man das immer sehen kann. Und Christian war der vorbildliche, strebsame. Der hat immer auf seine beiden kleinen Brüder aufgepasst. Der war der geborene Anführer. Wenn der einem gesagt hat, man soll was machen, dann hat man es gemacht. Und zwar nicht, weil man musste, sondern weil man dem vertraut hat. Wenn der zu seinen kleinen Brüdern gesagt hat, rennt, dann sind die gerannt. Mein Opa hat mal zu mir gesagt, wenn es nur eine Sache gibt, die du von mir lernst, dann soll das sein, Krieg heißt, dass alle verlieren. Dann lagen die mit ihrem Gesichtchen im Dreck und keiner hat ein Geräusch gemacht. Rennt! Links! Immer noch haben wir es nicht verstanden, weder als Gesellschaft noch als Individuen. Ja, Krieg bedeutet, dass alle verlieren, aber. Das ist immer dieses Aber. Nein, Krieg bedeutet, dass alle verlieren und so ist es. Und warum erzähle ich euch das Ganze? Weil mein Opa Dietrich mich nie hat spüren lassen, dass ich nicht weiß bin oder schwarz bin oder wie man das sagt. Und deswegen glaube ich, Menschen können sich ändern. Und ich stell die Frage an die Leute da draußen, was könnt ihr machen? Was kann man machen? Und wenn es nur was Kleines ist, sich aber bewusst zu entscheiden, was kann ich ändern? Und das ändere ich und ich weiß, was ich da getan habe, auch wenn es nur was Kleines ist. Was kann ich tun?